einen Link oder eine URL in WordPress kürzen. In diesem Video zeige ich dir, wie du einen Link direkt in WordPress kürzen kannst. Dazu verwenden wir das Plugin Pretty Links. Das ist das beste und beliebteste Plugin für diese Zwecke und funktioniert sehr, sehr einfach. Zudem möchte ich dir kurz sagen, welche URLs du kürzen solltest und vor allem, wieso du diese kürzen solltest. Der Grund dafür ist ganz einfach, wenn du beispielsweise einen sehr langen Link hast, beispielsweise einen Affiliate-Link, den du nicht als Affiliate-Link erkennbar machen möchtest, dann kannst du diesen mit deiner URL kürzen, damit dieser einfach schöner aussieht. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, wenn du für ein Video, für einen Flyer oder für ähnliches einen Link benötigst, der ein bestimmtes Aussehen hat, also wo einfach ein bestimmter Titel enthalten ist oder der eine bestimmte Länge haben soll, dann kannst du das damit sehr schön umsetzen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier direkt in WordPress und als erstes müssen wir das Plugin installieren und dazu gehst du jetzt bitte auf Plugins und auf Installieren. Wir suchen jetzt hier nach Pretty Links. Wichtig hier ein Leerzeichen dazwischen eingeben, Pretty Link. Du siehst es hier, Shortlinks bei Pretty Links, 200.000 aktive Installationen, also ein wirklich sehr beliebtes Plugin. Dann klicken wir auf Jetzt installieren, warten das kurz ab und wenn das fertig ist, klicken wir noch auf den Button Aktivieren. Jetzt findest du hier auf der linken Seite einen neuen Menüpunkt, dieser nennt sich Pretty Links. Und hier findest du, wenn du einmal darauf klickst, eine Übersicht aller gecloakten, aller gekürzten Links. Und hier oben kannst du mit Add Pretty Link einen neuen gekürzten Link erstellen. Du kannst ja auswählen, ob das temporary ist oder permanent. Ich empfehle dir hier grundsätzlich permanent auszuwählen. Und du kannst das hier beispielsweise in den Optionen auch so einstellen, dass die Grundeinstellung permanent ist. Speichern wir kurz. Und dann klicke ich hier auf Add New Link. So, jetzt haben wir beispielsweise einen sehr langen Link. Ich wähle jetzt einfach mal einen Link aus Google WordPress Anleitung und nehme jetzt einfach mal diese URL, die Google jetzt hier ausspuckt. Du siehst, das ist hier ein wahnsinnig langer Link. Diesen Link kann man niemandem zumuten. Das ist natürlich jetzt bloß ein ganz fiktives Beispiel, aber ich denke, du weißt, was ich damit meine. Bitte lasse dich hier nicht durch das /WP verunsichern. Wie schon gesagt, handelt es sich hier um eine Testinstallation, damit ich hier die Videos für dich aufnehmen kann. Und dieses WP ist von mir erstellt, also bei dir erscheint dieses WP hier so nicht. Was du allerdings machen kannst, du kannst hier mit weiteren Slash arbeiten. Du kannst beispielsweise sagen, alle gecloakten Links fangen mit Go, also für extern an und du machst einen Slash und dann WordPress Anleitung hier als Beispiel. Dieses Go kannst du weglassen oder hier so verwenden. Das ist dann dir selbst überlassen. Ich lasse das jetzt hier einmal weg. Und wähle hier bei Titel WordPress Anleitung und klicke auf Create. Gut, jetzt haben wir das erstellt und jetzt haben wir diesen Link. Du findest diesen hier auf der rechten Seite und wenn ich ihn jetzt einmal in den Browser eingebe, dann wird das Ganze hier darauf weitergeleitet auf diese Seite. Du siehst, hier haben wir noch 0 Klicks und ich aktualisiere das einmal und dann haben wir 1 Klick. Das heißt, du hast hier auch coole Klickstatistiken. Gut, du kannst hier über diesen Weg beliebig viele Links einfügen. Also hier nochmal zur Wiederholung bei Target URL, hier die lange URL, die du kürzen möchtest, einfügen und hier bei Pretty Link definierst du den Link, so wie du ihn haben möchtest. Und dieser Link wird dann quasi auf diesen weitergeleitet. Du kannst hier mit Unterordner arbeiten, also mit sogenannten Slugs, vergibst einen Titel und hast hier alle Möglichkeiten. Gut, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und vor allem auch geholfen. Das Ganze findest du hier noch einmal zusammengefasst auf oliverpfeil.de/link-kürzen. Den Link findest du hier auch unterhalb des Videos noch einmal.
und dann kannst du dir das Ganze noch einmal ansehen. So, viel Spaß beim Kürzen deiner Links und viel Erfolg bei deinem Vorhaben. Viele Grüße, dein Oliver Pfeil.